gerade eben die Tour nach Carorace.de. Gut, wir haben hier den Charles Mathieu. Das ist ein, wie er schreibt, Pilot, der alles fliegen kann. Das heißt, ein Full-Size-Paraglider Pilot, der fliegt die Dinger auch im Original. Wir haben hier den großen Paraglider vorliegen mit 3,50 Meter Spannweite und 7 Kilo. Und angetrieben wird er von einem 1100 Watt Dualski-Motor, 4S Lipo. Und er kann damit immerhin ca. eine Stunde fliegen. Über die Preise erkundigen Sie am besten am Stand der Firma Carorace.de. Der kleine ist im Moment noch nicht am Start, der hat 2,40 Meter mit einem 450 Watt Motor und der große Paraglider mit 3,40 Meter und 7 Kilo ist dann schon fast nicht mehr vom Original zu unterscheiden. Wenn man die Vorführung von heute Vormittag sich mal nochmal Revue passieren lässt und hat hier das Modell. Das Einzige, was hier vielleicht stört, es ist noch keine Pilotenpuppe eingebaut, aber ansonsten sieht das Ding absolut aus wie das Original. Wenn der so 200 Meter weg ist, dann kannst du den nicht mehr unterscheiden. Ja. So, wenn das ganz neutrale Luft so vor sich hinschüttelt, das Teil, bei der Größe, da meint man schon, oh, da kommt einer, der ist noch ein bisschen weiter weg und sagt, ist er schon da, was immer der ist. Nee, das schaut gut aus. Bilder in der Luft machen. So, unser Firmensprecher hat mir jetzt gerade noch erzählt, hat er also bewusst auf die Pilotenpuppe verzichtet. Es handelt sich hier um einen Technologieträger und aktuell ist er bestückt mit zwei Kameras. Da kann man also dann schön mal vom eigenen Haus oder vom Modellflugplatz Fotos oder kleine Videosequenzen drehen. Haben wir denn was zur Nutzlast? Was kann ich an Nutzlast mitnehmen? Ja, also insgesamt Gesamtgewicht 8,5 Kilo. Also er spricht von einem Gesamtgewicht von ca. 8,5 Kilo. Wir haben hier ein Fluggewicht von 7 Kilo, also kann er rund 1,5 Kilogramm Zuladung vertragen und es ist dann schon eine ordentliche Kameraausrüstung. Ja, da kann man schon was HD-fähiges reinpacken, da kriegt man schon eine gute Qualität. Stöhnt jetzt ein bisschen, der steht, ja, sagt er. Ja, das ist das Schöne an den Schirmen, ja, man kann den sauber in den Wind stellen und mit dem Gas ein bisschen spielen, sodass man den quasi wirklich da oben parken kann. Ja, und sagt er, jetzt mache ich das da oben mal ganz entspannt. Man hat da einfach die Muse. Und das ist ein anderes Fliegen, es ist nicht keine Rollen, nicht hektisch, ja, sondern man, wie man so sieht, schaukelt sich da ganz gemütlich durch die Lande. Und jetzt kommt er zur Landung rein, ja, nimmt das Gas raus, Gas ein bisschen rein. Und ja, super. Wunderbar, vielen Dank und